Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Estimels Flugstunde Teil 2. Heute geht es primär um die MFDs, also unseren Monitoren in den Schiffen. Ich bin ruhig und übergebe Estimel das Wort. Ich wünsche euch viel Spaß. So, herzlich willkommen zur zweiten Flugstunde. Heute Themenschwerpunkt MFDs im Cockpit. Was sehen wir auf den MFDs und was kann man da einstellen? Mal eine grobe Übersicht für jeden. Dann gehe ich auf Schilde ein und was es bei Schilden zu beachten gibt, wenn man die austauscht und welche Werte man dort beachten muss. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach schon mal los. Wenn ihr in euer Cockpit guckt, wir haben ganz viele verschiedene Schiffe, dann haben wir alle MFDs da drin verbaut. Und diese MFDs sind, ich weiß, wir haben viele Cutlass dabei, die haben, glaube ich, 6 MFDs. Also das ist ein regelrechter Monitorblock, der da um einen rum ist. Ich selber sitze in einer Saber, in der Aufnahme ist es eine Arrow. Und dort haben wir 2 MFDs. Und wenn ihr in den MFDs jetzt einfach mal schaut, ihr drückt mal F und geht in den Interaction Mode und drückt mal auf das Menü auf einem der MFDs. Da könnt ihr euch jetzt irgendeinen aussuchen. Und wir fangen oben links an mit dem Weapons-Schirm. Und in dem Weapons-Schirm sieht man als allererstes in dem Tab die Systemübersicht. Und dort sind die Guns und die Missiles, also sprich die Waffen und die Raketen. Die sollten bei jedem auf On geschaltet sein. Wenn jemand ein Schiff mit einem EMP hat, dann ist das per se erst einmal ausgeschaltet und muss hier eingeschaltet werden. Wie man das macht? Ihr klickt dort, wo On steht, einfach einmal drauf. Und dann würdet ihr jetzt entweder euer Waffensystem ausschalten oder das EMP halt eben entsprechend einschalten. Kurzer Tipp nochmal vorweg, wenn ihr ranzoomen wollt, einmal die mittlere Maustaste drücken, dann seid ihr auf dem MFD und wenn ihr scrollt, dann passiert da auch nichts mehr. Ja, genau, ja, super Hinweis, danke. Merci. Wie gesagt, also die Guns ein- ausschalten. Ihr könnt die Guns auch ein- ausschalten, indem ihr einfach O drückt auf der Tastatur. Dann gehen alle Waffensysteme auch aus. Das wird nachher interessant, weil da gibt es noch ein kleines Bonbon, was wir uns anschauen. Das erzähle ich aber nachher. Warum macht man die Waffen auch mal aus? Es reduziert einfach eure EM-Signatur. Und bei manchen dramatisch. Und deswegen kann man das hier machen. Außerdem, wenn man die Waffen nicht braucht, dann verbrauchen sie sich nicht und dann nutzen sie sich nicht ab. Wird aber erst später im Spiel mal interessant werden. Wenn ihr in den nächsten Reiter geht, dann steht dort oben Guns. Dort sind die Waffen noch einmal einzeln. Und auch in welcher Gruppe sich diese Waffen befinden. Und in den Gruppen könnt ihr mit 0 ist das die Feuertaste 1 und Gruppe 1 ist die Feuertaste 2, warum auch immer das im Moment so ist. Und mehr Gruppen können wir im Moment auch nicht belegen. Wir haben 0, 0 und 1. Wollt ihr also mit einem Feuerknopf alles abfeuern, müsst ihr zusehen, dass die alle in der gleichen Gruppe sind. Was sehen wir noch? Wir sehen den Namen, wir sehen den Type, also was das für eine Waffe ist. Wir sehen den Ammo-Gehalt bei Laserwaffen steht dort eine 0, bei den ballistischen Waffen steht dort die Menge an Munition, die ihr dabei habt. Und dann seht ihr dahinter an diesem Blitz, wie viel Power das braucht, welchen Lebenszyklus das gerade hat, also wie haltbar dieses Teil noch ist. Da sollte bei jedem eigentlich eine 100% stehen. Das Logo mit diesem halb kaputten Zahnrad, das ist, glaube ich, Degradation. Das ist im Moment noch nicht drin. Und dahinter ist die Temperatur, welche Temperatur die Waffe gerade hat. Der nächste Reiter sind Raketen, für die Raketen haben. Und da ist es ein bisschen das Gleiche. Dort konnte man früher immer die Priority auswählen. Das geht im Moment nicht. Jetzt zum Beispiel, ich habe auch gesehen, wir haben einen Retaliator-Mann dabei gerade. Dort könnte er normalerweise festlegen, dass er als Priorität als erstes die Torpedos feuern möchte oder als erstes die Raketen aus den Silos. Das funktioniert aber im Moment nicht, kommt später aber wieder. Dann kommt der Name der Rakete. Die Größe der Rakete, der Typ IR, CS oder EM. IR ist eine hitzesuchende Rakete, EM ist eine elektromagnetische Signaturrakete und CS ist für die Cross-Section. Cross-Section heißt, je größer euer Schiff ist, desto schneller schließt sich diese Rakete auf und ihr könnt sie abfeuern. IR und EM kann ich grundsätzlich durch CHEV oder Flare abwehren. CS nicht. Bei den Cross-Section-Raketen muss ich durch Flugmanöver diese Rakete abschütteln. Deswegen sind Cross-Section eigentlich sehr beliebt, brauchen aber, also per se fliegen sie nicht so lange. Der Schaden ist ein bisschen reduziert.
dafür ist halt die Chance ein bisschen höher, dass ihr trefft, weil man sich schlecht dagegen wehren kann. Besonders, wenn es ein bisschen wuselig ist. Und ganz rechts steht, wie viele ihr davon jeweils besitzt, bei Ammo die Menge an den jeweiligen Raketen. So viel mal zu der Weapons-Übersicht. Gibt es bei den Weapons, bei dem Weapons-MFD Fragen? Ja. Gerne. Genauer EM und IR, da bin ich noch nicht ganz draus gekommen. Was, ich habe links bei der Cutlass jetzt die Anzeige EM und IR. Ich habe immer gedacht, IR ist Hitze und EM kam ich noch nie raus, was genau das ist. Das ist das elektromagnetische Feld, was dein Schiff abstrahlt. Das IR-Hitze ist klar, wenn du das Triebwerk jetzt anschmeißt, dann geht die IR-Signatur sofort hoch. Und wenn du feuerst, geht im per se bei Laserwaffen häufig das EM hoch, als Effekt, dass du elektromagnetisch irgendetwas tust in deinem Schiff. Ja? Mhm. Also du hast ja, alle Komponenten in deinem Schiff strahlen ja eine gewisse Elektrizität ab, also eine elektrische Signatur, und das wird in EM zusammengefasst. Und bei IR sind es alle Dinge, die Wärme generieren, Triebwerke, die Maneuvering Thruster, die Waffensysteme, das alles fällt in diesen IR-Bereich ein. Infrarot. Infrared, ja, genau. Merci. Ist das? Ja. Mhm. Und ich habe eine Anmerkung. Ja? Mein Schiff hat nur Torpedos, keine einzige Rakete. Keine einzige Rakete? Nein. Okay. Also per se könntest du aber mit diesem Button auswählen, mit dem Prioritätsbutton, was du abfeuern möchtest. Soweit ich es weiß, soll später kommen, dass ich auswählen kann, ob vorderes oder hinteres Silo. Das ist richtig, ja. Ja, und halt auch, wenn du mehrere Sachen zur Auswahl hast, welches davon du abfeuern möchtest. Also eine Gladiator jetzt zum Beispiel, die hätte da die Chance auszuwählen, ob die Raketen, die unter den Flügeln hängen, oder die Torpedos beim Erstaufschalten rausgehen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Screen, und das ist der Shield Screen. Der Shield Screen, der zeigt uns als erstes mal eine wunderschöne Übersicht über unseren Schild und über den Usage, den wir haben, und vor allem, was halt ganz witzig ist, darunter diese Zeile, die man immer nicht so richtig lesen kann, da steht Required. Und dieses Required ändert sich, wenn ihr diese Schilde overclockt. Zu dem Overclocken sage ich gleich was. Das Required bedeutet, so viel Energie brauchen die Schilde, um den normalen Zustand herzustellen, um sich hochzuladen. Ja, das spielt bei mir 0,23%, also 23% meiner Power braucht im Moment die Schilde, um sich hochzufahren. Ja, das ist bei jedem wahrscheinlich ein etwas anderer Wert. Unterhalb von dieser Anzeige sieht man den vorderen, den hinteren, den rechten und den linken Schildsektor mit der jeweiligen Prozentanzeige oder der Statusanzeige, wie viel da gerade drauf ist. Sollte bei jedem 100% stehen. Was habe ich oben noch? Standby und Power. Standby würde bedeuten, ich mache das Ding einfach mal kurz aus und kann den dann irgendwann wieder hochfahren. Geht auch mit der Taste P, glaube ich. Ich glaube, P ist Schilde ausschalten. Sollte man aber nicht machen, wenn man kämpfen möchte. Und wir haben neben dem Systemreiter haben wir noch den Reiter Items. Wenn ihr auf Items draufklickt, dann kommt auch wieder eine Übersicht über die... Ja? Hä? Achso. Ich habe eine Anmerkung. Ja? Du hast die Tasten P und O vertauscht. Das kann gut sein. P sind Waffen und O sind Schilde. Ja, das kann gut sein, das stimmt. Ich benutze die so selten, weil ich die auf dem Joystick einfach belegt habe. Ich auch. Und, aber danke für den Hinweis, super. Wie gesagt, wenn ihr in Items drin seid, seht ihr eure Schilde, die verbaut sind, mit dem Status On oder Off. Dann der Name und dann kommt halt das Power Usage, wieder Health, wie heile ist der gerade. Und damit ist aber die Komponente gemeint. Dann kommt der Wear Level, also wie ausgebraucht ist der, und das Heat Level, was der jeweils hat. Bei den Schilden gibt es hier nicht so wahnsinnig viel, was man da jetzt noch machen kann. Man kann das Usage runterdrehen, das Level, um zu sagen, ich regel das runter, dann braucht der Schild aber länger, um wieder hochzufahren. Ja, also wenn ihr die Usage-Zeile verändert, dann bedeutet das einfach nur, der Schild braucht länger, um hochzufahren. Verbraucht sich aber auch nicht so schnell. Also der Wear-Level wird niedriger, ist aber im Moment noch nicht implementiert, also noch keine Birne drüber machen. Kommt alles erst irgendwann. Grundsätzlich ist das eigentlich so ein Standard-MFD, was man bei vielen sieht, um zu sehen, wie viel Schild man gerade hat. Weil wenn ihr im Schiff keinen Helm tragt, seht ihr das nämlich nicht.
weiß nicht, ob das jedem, ob das jeder weiß, wenn ihr im, innerhalb eures Schiffes den Helm abnehmt, dann seht ihr links und rechts die, die MFDs nicht über euren Status und den gegnerischen Status, sondern dann könnt ihr das nur auf den MFDs sehen. Nur für die, die es noch nie ausprobiert haben. Weil viele stört das ja auch, diese Anzeige dort zu haben. Gibt es zum Schildscreen Fragen? Ich hätte noch eine. Gerne. Ich kann unten auf die Dinger front, rechts, links draufklicken und dann boostet er wahrscheinlich oben oder was macht er dann? Dann legst du fest, wohin du, wenn der Schild sich ein bisschen verbaut, ein bisschen abgebaut hat, wohin er als erstes aufladen soll. Du kannst aber auch eine Stärke festlegen, dass er zum Beispiel, wenn du front sagst, dann legt er die, dann verstärkt er das einfach nach vorne. Aber eigentlich erst, wenn du beschossen wirst. Also es gibt keine 150, die nach vorne geht. Okay. Zumindest hat es bei mir noch nie funktioniert. Das kannst du ja auch über die Tasten steuern, gell? Über die Pfeiltasten, glaub. Numpad. Übers und Numpad. Es funktioniert auch, wenn man nicht beschossen wird. Habe ich jetzt gerade gemacht. Wenn du auf mich klickst, siehst du, dass meine seitlichen und hinteren Schilde rot sind und der vordere richtig dick. Ja, also dann geht es doch in diesem Patch. Also wie gesagt, im letzten ging es nämlich nicht. Und jetzt funktioniert es. Also ihr könnt damit das einstellen. Aber das Problem ist halt einfach, wenn ihr einen Schildsektor massiv stabilisiert und die anderen runterriegelt und ihr werdet von Raketen beschossen. Die Raketen haben einen sogenannten Splash Damage, der in der Regel mehrere Schildsektoren betrifft. Und das kann dann echt wehtun, ja. Unter Umständen. So, nächste. Ich habe noch eine Anmerkung. Das ist so eine Sache, auf die ich mich halt sehr freue, ist halt, dass wenn wir irgendwann im Gameplay richtig Gas geben, ist das halt eine Sektion, die einer übernehmen sollte, die Schilde. Weil wenn du jetzt in einem Schiff bist und im Gefecht bist und steuerst, kannst du dich eigentlich gar nicht darum kümmern, wo jetzt die Schilde aufgebaut, stark, schwach sein sollen. Das muss dann wirklich einer durch Kommunikation übernehmen. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ja. Das ist halt auch die große Stärke irgendwann der Super Hornet. Also im Moment ist sie ja eigentlich, vorsichtig formuliert, ein bisschen unnütz. Zumindest der zweite Sitz, der da drin ist. Aber wenn du halt mit einem zweiten fliegst in der Super Hornet und der stellt dann für dich den Schild ein oder reguliert die Power, dann hast du einen riesen Vorteil. Mhm. Weil dieserjenige einfach komplett steuern kann, von wo du beschossen wirst und er legt dann einfach dort den Schild hin. Also das ist schon sehr, sehr praktisch und sehr, sehr angenehm, aber das stimmt, du kannst es im Prinzip selber nicht machen oder nicht wirklich gut machen. Also ich benutze selbst Game Glass nebenbei und auch dort ist das Drücken auf den Sektor. Ja, oder das durch Taste 5 auf dem Nummernblock kann ich die halt in alle Richtungen wieder ausrichten und sagen, ich möchte sie gleichmäßig aufbauen. Und dann würde er halt von da, wo ich mehr habe, das auch wegziehen und andere damit ausgleichen. Aber selbst das ist in der Hitze des Gefechts echt schwierig. Also da muss man schon viel und dolle sich im Arena Commander bewegen, um dort eine Routine reinzubekommen. Und es dauert wesentlich länger, die Schilde wieder aufzubauen, als sie zu verstärken. Dazu kommen wir noch. Also zum Schildaufbau, zum Power-Usage vom Schildaufbau und was eine Power-Up-Time ist und was eine Recharge-Time ist, dazu kommen wir gleich noch, wenn wir nämlich zum Overclocking kommen in der Power- und in der Heat-Ansicht. Nächstes Fenster ist nämlich erstmal der Self-Status. Aber ich glaube, Self-Status ist ziemlich selbsterklärend. Ja, da sehe ich nochmal das Schiff, wie die Schilde sind. Letzten Endes ist das die exakt gleiche Ansicht, die ich auch oben links in der Ecke in meinem normalen HUD habe. Aber wie gesagt, wenn ich keinen Helm aufhabe, dann bräuchte ich letzten Endes diesen MFD, um diese Ansicht zu bekommen. Ja, und ich habe da drunter noch so ein paar Button, womit ich sagen kann, wie das aussehen soll, was ich da sehe. Also von wo aus ich mein eigenes Schiff sehe. Da kann jeder ja mal durchklicken. Ne? Da sehe ich das entweder von vorne, von der Seite, von hinten, von oben oder von unten. Ich kann es auch rotierend machen, dass sich das dann dreht. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man sich halt wünscht. Das kann man einstellen, je nachdem, so wie jemand das gerne haben möchte. Ich glaube, Self-Status gibt es da wahrscheinlich nicht, oder? Dann kommen wir zum Powerscreen. Der Powerscreen ist jetzt puh. Powerscreen ist, den habe ich am Anfang gar nicht verstanden und brauchte ein bisschen und jetzt mittlerweile verstehe ich ihn ein bisschen besser. Wir haben wieder dieses Usage und dieses Required.
Und das gibt an, wie viel derzeitig mein Schiff benötigt und wie viel derzeitig required ist. Das ändert sich, wenn ihr Schub gebt, wenn ihr Gas gebt, wenn ihr fliegt, wenn ihr irgendwas macht, dann ändert sich das so ein bisschen. Was sehe ich noch? Ich habe dieses Dreieck, der so ein bisschen aussieht wie so ein auf den Kopf gestelltes, ja doch, so auf den Kopf gestelltes Dreieck, mit diesem 33, 33, 33. Und im Moment ist der Button halt in der Mitte, weil wir ein ausgeglichenes System haben. Ihr könnt es verschieben, zum Beispiel in Richtung der Waffen, in Richtung des Antriebs oder in Richtung der Schilde. Dann wird mehr Energie diesen Komponenten oder diesen Bauteilen zugesprochen und sie funktionieren besser. Gebt ihr mehr Energie in die Waffen, dann habt ihr eine längere Zeit, bis sie überhitzen. Gebt ihr das in die Schilde, dann bauen sie sich eine Nuance schneller auf. Gebt ihr das in den Antrieb, könnt ihr länger boosten, ohne dass ihr overheatet und ihr beschleunigt auch ein bisschen schneller. Das ist aber alles darauf ausgelegt, dass die anderen Komponenten dann weniger gut funktionieren. Ja? Also wenn ihr von jemandem wegfliegen wollt, dann bietet es sich an, das von den Waffen wegzunehmen und eher in die Richtung zwischen Schild und Antrieb zu legen, weil ihr einfach weg wollt. Ja? Weil da braucht ihr die Waffenenergie nicht mehr, wenn ihr von jemandem wegfliegt. Aber auch das ist im Gefecht, ist das eine echte Herausforderung, mal eben fummelig einzustellen. Das wird irgendwann sicherlich besser und im Multiplay ist auch das die Aufgabe des Co-Piloten, dort das dann vernünftig einzustellen. Wir haben dann hier noch einen Stealth-Button und den Power-Button. Power ist halt der Power-Button und der Stealth-Button, das ist für mich der Button mit dem größten Fragezeichen. Ich bin mir sicher, irgendeiner von euch hat es ausprobiert. Ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ich drücke dort drauf und dann fahren meine Komponenten runter. Ich kriege den Button nur wieder nicht rückgängig gemacht. Weiß jemand von euch, wie das geht? Ja, du musst den manuell wieder hochschieben. Man muss es manuell machen, oder? Ja, also das war mein Workaround, aber ich dachte, wenn man nochmal draufklickt, geht es wieder aus. Sollte wahrscheinlich also, so sein, aber... Es funktioniert nicht, ne? Im Moment nicht. Der Stealth-Button ist auch eigentlich erst später für die Schiffe, die ein Stealth-Modul haben, was ein- und ausgeschaltet werden kann darüber. Ja, die Stealth-Funktion ist eigentlich bei jedem Schiff sinnvoll. Das Schiff stellt praktisch alle Komponenten so weit runter, dass es einfach so eine Art Stealth-Modus erreicht und nicht mehr so schnell wahrgenommen wird. Das merkt man meistens. Ich hatte das irgendwann mal, ich habe den aus Versehen aktiviert und habe dann wirklich ständig überhitzt und die Waffen haben auch ständig überhitzt und dauernd sind die Thruster ausgefallen, wenn ich gekämpft habe und ich habe das halt nicht gemerkt, woran das liegt. Und dann irgendwann, Stealth-Modus. Ne? Also das alles ist runtergefahren letztendlich. Genau, das ist genau der Punkt. Das ist, ich weiß nicht, ihr seht die Linie Usage und Required und bei mir ist diese Stealth-Linie relativ weit links, ja, und das Required ist im Moment noch von dieser Stealth-Linie entfernt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Schiffen jetzt derzeitig ist, ob die Linie da bereits schon drüber ist oder nicht. Aber für mich würde sich jetzt in diesem Schiff hier das gar nicht lohnen, auf Stealth zu drücken, weil ich einfach weit schon unter der Linie liege. Aber wir stehen halt im Moment auch. Das kann sich im Flug verändern. Und da empfehle ich jedem, immer mal mit dem Auge drauf zu gucken, was sich denn da so verändert, wenn ich irgendwelche Flugmanöver durchführe. Und dann versteht man irgendwann auch, was dort passiert. Aber glaubt es mir bitte, drückt diesen Stealth-Knopf nicht. Das ist, wie Sitko sagt, da wird alles runtergefahren. Und das Ding funktioniert so gerade so. Ja, aber ihr könnt eigentlich nicht mehr wirklich kämpfen, ihr könnt nicht mehr wirklich wegfliegen, das ist, weil es fällt ständig alles aus. Genau, und das, was Östi meinte, ist, es gibt natürlich noch Komponenten, die auf Stealth ausgelegt sind. Ja, die heißen dann auch wirklich Stealth. Es gibt ja Military und Civilian und da gibt es halt auch Stealth-Komponenten und die bringen halt eine viel geringere EM und ER-Struktur mit. Ne, genau. Also in der Saber, in der ich sitze, die hat ja diesen Schimmer Schildgenerator, das ist eine Stealth-Komponente und ich habe hier drei Stück drin in der Saber verbaut und meine EM-Signatur ist trotz dieser drei Schilde niedriger, als wenn jetzt einer mit einem Force-Wall kommt. Ja? Also die Arrow mit einem Force-Wall hat eine deutlich höhere EM-Signatur als ich mit diesen drei Schimmer, die eingebaut sind. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ne? Aber so ist es ungefähr zu verstehen. Also drückt den Knopf nicht, wirklich, macht das nicht, weil das hilft euch nicht, das hilft euch wirklich nicht. Aber was jetzt interessant wird, ist, wir haben noch den Knopf Items und wenn ihr auf den Knopf Items drückt, dann geht die Liste aus mit allen Items, die in dem Schiff verbaut sind. Und das geht in der Regel los mit dem
Power-Generator, dann kommt der Cooler, dann kommen die Waffen und dann kommen die Schilde und irgendwann kommt der Quantum Drive und die Thruster, die da drin sind. Und was man machen kann, ist hier drin Overclocken. Ihr könnt hier den Button Overclock drücken bei allen Komponenten, die das hergeben. Die Waffen geben das her, der Schild gibt das her, der Quantum Drive gibt es her und der Power Generator gibt es derzeitig her. Die könnt ihr overclocken. Overclocken bedeutet, ihr braucht mehr Power in der Komponente. Sie generiert auch schneller Hitze, aber sie funktioniert für den Moment auch einfach besser. Ja? Overclocken geht aber nicht unendlich lange, denn die Komponenten nehmen dadurch Schaden durch das Overclocken. Im Moment noch nicht implementiert, aber einfach mal dran denken, das kommt. Und Overclocken vom Power-Generator heißt also, ich kriege ein bisschen mehr Power. Von den Waffen bedeutet, ich kann deutlich schneller schießen. Also die Frequenz beim Feuern ist deutlich erhöht. Ich komme natürlich, also ich rutsche dann natürlich auch ein bisschen schneller in das Overheating. Aber durch diese schiere Rate of Fire, die ich damit erhöht habe, lohnt sich das. Und gerade unsere Freunde, die Attritions benutzen, die ja ein bisschen Hitze in der Waffe brauchen, um den maximalen Schaden zu haben, die overclocken eigentlich immer. Also Attritions machen immer Sinn zu overclocken. Ja. Nur so als kleiner Tipp. Bei den ballistischen würde ich nicht overclocken. Muss ich gestehen. Da lohnt sich es einfach nicht. Was ist denn das Modul Ping? Ping? Ja, PING. Ich glaube, das ist dann Radar. Oh, okay. Das könnte das Radar sein. Ach, weil das sendet einen Ping aus. Puh, das ist sehr platt. Vermutet, aber Ping? Stimmt, das ist auch. Oder der Scanner mit der rechten Maustaste auslösen kann. Und was? Ja, beim Scannen, du kannst ja mit der rechten Maustaste ja aufladen lassen und dann ja diesen Ping ausschicken. Probieren wir es doch mal aus. Ich mach's mal aus und scan mal. Ja, das kannst du mal machen. Ich erzähl ich mal ganz kurz was über den Quantum Drive. Geht nicht. Dann ist es der Ping, ist das Radar, ne? Ja. Ja. Wenn ihr euren. Zu dem Schildsystem, also links sind die Waffen, rechts das Schild und hinten unten sind die Thruster, oder? Zu dem Dreieck. In der Ansicht Items? Ja, in das System, im System. Im System. Also links sind die Waffen, rechts. Links ist Waffen, rechts ist Antrieb und unten ist Schild. Unten ist Schild, alles klar, gut, danke. Oder? Bei mir ist ja, doch. Nee, unten ist Antrieb. Unten ist Antrieb, rechts ist Antrieb. Engineering. Okay, links Waffen, Antrieb. Rechts ist Engineering Schild und unten ist Antrieb. Ja. Okay, alles klar. Okay. So, und den Items, wenn ihr. Also, wie gesagt, den Schild kann man overclocken und den Quantum Drive kann man auch overclocken. Den Quantum Drive zu overclocken bringt dann etwas, wenn ihr den relativ schnell spulen wollt. Ja? Also, wenn ihr den Spool beschleunigen wollt, könnt ihr den Quantum Drive overclocken. Der bringt euch aber nichts für die Geschwindigkeit, mit der ihr fliegt. Ja, sondern das ist nur die Spool-Time, die ihr damit steuern könnt. In der Vergangenheit, sicher? Ja. In also der ich weiß nicht, ich habe das mal probiert, Entschuldigung. Ich habe das mal probiert. Ich habe echt das Gefühl, dass ich in Quantum Drive viel schneller bin. Wenn du die Power Rate nämlich runterregelst, wird er auch langsamer im Sprung. Dann wird er langsamer, aber durch das Overclocken soll eigentlich nur der Spool beschleunigt werden. Dann wäre es ein Bug. Okay. Also wenn das geht, dann ist es aber theoretisch ein Bug, weil eigentlich soll nur der Spool beschleunigt werden. Dann soll der Bug bleiben. Immer ein guter Bug. Und ich aber denk dran, er verbraucht sich halt schneller, ne? Ja, wenn euch nicht. Ich habe noch was festgestellt mit dem Overclock. Wenn man mehr als einen Schildgenerator hat, bringt der Overclock eigentlich gar nichts, weil sich die Schilde trotzdem wieder ausgleichen. Wie meinst du das? Der ein Generator ist ja nicht für ein Schild zuständig, sondern für alle vier, soweit ich das weiß. Und wenn du zwei hast... Du kannst auch nur einen overclocken. Also pass auf, das Entscheidende ist, wenn du nur einen overclockst, weil das Overclocking der Schilde, dann sprechen wir gleich über die Schilde und das Overclock. Schilde haben eine Recharge-Time, also an einer Recharge-Level, eine bestimmte Menge an Recharge-Punkten, die sie dir geben pro Sekunde. Dann haben sie eine sogenannte Downtime, die sie brauchen, bis sie wieder hochladen, wenn sie komplett runtergeschossen wurden. Und dann haben sie noch eine Power-Up-Time. Diese Power-Up-Time ist in Sekunden angegeben und sagt, wie lange der Schildgenerator braucht, bis er seine maximal wiederherstellbaren Punkte zurückbringt. Ja, das ist
beim Veil sind das zum Beispiel 4 Sekunden, beim Schimmer sind es, glaube ich, auch 4 Sekunden. Das heißt, 4 Sekunden braucht der Schild alleine, um die Maximalzahl, die er wiederherstellen kann, abzurufen. Vorher macht er weniger. Wenn du overclockst, ist die Zahl, die er herstellen kann, früher wieder da. Also der reguliert schneller. Und das ist auch bei einem einzelnen Übertakteten so. Also auch wenn du nur einen hast und den overclockst, merkst du das. Aber du musst mit der Stoppuhr daneben sitzen. Weil ansonsten fühlt es sich für dich so an, als wäre das ganz normal. Ja, als wäre da kaum ein Unterschied. Aber wenn du zum Beispiel einen Schimmer einbaust und du baust einen Force Wall ein, dann merkst du es ziemlich deutlich. Dann merkst du es sehr deutlich sogar. Force Wall oder einen All-Stop oder sowas gegen einen Schimmer oder gegen gegen einen Civilian 1 Schild Generator Cutlass, da merkst du es dann, da merkst du es dann schon ganz deutlich, ja. Also das geht schon. Aber Overclock ist halt eben Recharge Rate und Power-Up Time. Ja, und nicht mehr HP auf dem Schild. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also man kriegt da nicht statt 4000 5000, sondern da geht es nur um die Recharge Rate und die Power-Up Time, die man overclocken kann. Und er hält dann auch nicht mehr aus. Also es ist nicht so, dass du dann mehr Treffer aushalten kannst oder eine andere Hardening-Faktor hast, sondern Power-Up-Time und Recharge-Rate. Das ist das Einzige, was du overclockst. Aber ist ja auch Recharge-Rate, während der wieder aufbaut, oder nicht? Ja, genau, diese Recharge-Rate. Das heißt eigentlich, der lädt ja schon während des Hits nach. Also eigentlich hält man schon mehr aus, weil er schneller nachladen kann, theoretisch. Obacht, aber nicht alle, ne? Also nicht alle Schilde laden während des Hits schon wieder nach. Also nicht alle Schilde haben eine 0 Sekunden Recharge bei Treffer. Sondern es gibt ja genau deshalb ja Overclocken, damit die schneller wiederkommen, oder nicht? Genau, dann kommen sie schneller wieder. Dann kommt der schneller wieder zurück. Aber zu Kosten von mehr Power. Und wenn du ein Schiff hast, was Power-Probleme hat, wie alle Hornets, wie mittlerweile auch die Arrow, obwohl sie ja nur noch einen Schildgenerator hat, aber wenn du Power-Probleme hast, dann ist das Overclocken des Schilds meistens der Exitus für dein Power-System. Ja, weil das massiv Power zieht. Also der Unterschied ist enorm, den du dann brauchst. Also da würde ich aufpassen, wenn du wenn du Laserwaffen auf einer Hornet fliegst und du möchtest dein Schild overclocken, dann kannst du davon ausgehen, dass du 2 Schuss ablieferst und dann geht dein Ding einfach aus. Ja, also das ist echt nicht wirklich gut. Das kann man nicht so richtig empfehlen. Ja, auf einer Saber, auf einer Cutlass, auf allem, was ein bisschen größer ist, wo echt ein Powerfenster da ist, da könnt ihr das machen. Aber bei einer Hornet macht das einfach nicht. Bei einer Mustang, bei einer Aurora macht das einfach nicht. Ja, das lohnt nicht. Das bringt euch nur in die Bredouille. Und eigentlich ist das Schiff, wo es am besten funktioniert, die Saber, weil sie einfach 3 Shield-Generatoren und 2 Power-Cores hat. Ja, da funktioniert das ohne Probleme. Das ist der große Vorteil im Moment an dem Schiff, dafür hat sie halt 0 Armor. Ja, also 0 Panzerung, 0 gar nichts. Ist der Schild weg, platzt das Schiff. Aber was kann ich hier noch machen? Wir haben eben über den Quantum Drive gesprochen. Wenn ihr im Quantum Drive, wenn ihr nämlich auf diesen länglichen Balken klickt, der vor diesem gestrichelten Balken ist, und ihr verschiebt da einfach mal diesen Regler, dann gebt ihr diesem Quantum Drive zum Beispiel weniger Energie. Wo bist du also gerade? Weniger Power. Ich bin immer noch in den Items. Achso, ja, okay. Immer noch in den Items. Bei dem Quantum Drive, der heißt bei vielen Drift, der wird bei vielen Beacon heißen, der wird bei vielen Bolon heißen, der wird wohl möglich Siren okay. heißen. Mhm. Ne? Ich kenne sie jetzt nicht alle auswendig, aber so heißt er. Und wenn ihr dort diesen Regler verschiebt, wenn ihr dem zum Beispiel bloß die Hälfte an Power zusprecht, dann fliegt ihr im Quantum etwas langsamer, ihr braucht länger zum Spulen, aber ihr braucht weniger Energie und er überhitzt nicht. Ist das auch der Overclock-Level, den du hier verschiebst? Oder? Nein, Overclock ist extra, dann geht er in diesen gestrichelten Bereich rum. Kannst du aber auch so setzen. Ne? Weil diese Linie, die ich hier verschiebe, oder obwohl, warte mal, vielleicht, ach nee, ich verschiebe gerade die falsche. Nee, ich kann nur diese Linie verschieben mit den beiden Pfeilen oben und unten. Mit den beiden Pfeilen. Damit stellst du ein, wie viel Power du dem zusprichst. Dem Overclock-Mode. Weil komischerweise haben die nur die Komponenten, die auch Overclock haben, haben diesen Pfeil. Die anderen nicht. Ja, nur. Nein, meine Main Thruster, meine Thruster Main Left und sowas, die haben auch die Pfeile. Echt? Ja, und die kann ich nicht overclocken. Mhm. Das stimmt, doch, jetzt hier unten. Ja, doch, hast recht. Mhm.
Und wenn du Overclock drückst, dann übernimmst es, dann übernimmt quasi die Automatik das Overclocken. Ja. Du kannst den Balken aber auch selber rüberschieben, wenn du es manuell machen willst. In diesen gestrichelten. Mhm. Aber für den Quantum Drive ist es halt, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr nicht overheaten wollt, was im Moment in dem Patch kein Problem ist, weil es ausgeschaltet ist. Aber früher war das so, du hast einfach nur 80% reingegeben und hast nicht overheated auf den langen Sprüngen. Einfach weil der Quantum Drive nicht so wahnsinnig viel Hitze generiert hat durch das Runterriegeln. Du warst langsamer, ja, aber du musstest halt nicht zwischenstoppen. Und gerade für kleinere Schiffe war das ja ätzend. Ja, da hast du manchmal zweimal oder dreimal zwischenstoppen müssen, weil der ständig overheated ist. Das hast du dann dadurch einfach nicht. Das ist, ich weiß, dass dieses Fenster und diese Einstellungen, das ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr verworren und ein bisschen verschworen, und da muss man so ein bisschen ausprobieren und für sich selber einfach mal gucken, was passiert da. Aber das an manchen Stellen lohnt es sich und an manchen Stellen lohnt es sich jetzt im Moment einfach noch nicht. Wie gesagt, ich würde den Schild auf einer Cutlass overclocken, ja, aber ich würde den Schild auf einer Hornet nicht overclocken. Mhm. Nur mal einfach mal so, um zu sehen, da gibt es Unterschiede. Auf einer Saber würde ich ihn immer overclocken. Ja. Völlig Wurst, immer. Der geht halt im Moment auch einfach nicht kaputt, die Komponente. Weil das Wear einfach noch nicht richtig drin ist. Und im Prinzip, wenn wir einen Crash haben oder sowas, einen Server-Crash, dann dürfen wir das Schiff neu claimen. Dann hat sich das eh erledigt. Ja, also da würde ich mir im Moment noch nicht so viel Gedanken machen. Aber wenn ihr die Komponenten tauscht, dann kann man damit rumspielen. Und es gibt ja im Moment Schildgeneratoren, die sind sehr, sehr verlockend, was die hohe Anzahl an Schildpunkten angeht und eine hohe Recharge-Rate. Die haben allerdings auch eine hohe Power-Up-Time. Und die haben auch manchmal ein sehr, sehr langes Zeitfenster, bis die dann wieder anfangen, sich aufzuladen. Unsere Banu-Buddies kennen das wahrscheinlich. Wenn der Schild runter ist auf Null, dann gucken die erstmal eine ziemlich lange Zeit in die Röhre, bis sich da irgendwas wieder aufbaut. Ja, circa 30 Sekunden. Und 30 Sekunden im Gefecht, das ist eine echte Hausnummer, ja. Und darum muss man immer so ein bisschen gucken, was will ich eigentlich? Also wo möchte ich eigentlich hin? Also viele HP und eine geile Recharge-Rate, das ist nicht alles, wenn ich halt einen super langen Downtime habe, bis der sich wieder hochlädt. Dann sollte man so ein bisschen den Mittelweg finden. Aber auch da empfehle ich, probiert es einfach aus. Guckt mal, probiert. Es gibt eine ziemlich coole Seite, SCB. Es gibt ein paar Seiten, wo die ganzen Komponenten aufgeführt sind. Zitko, vielleicht können wir die ja mal verlinken, dass sich das jeder anschauen kann. Ja. Das Stats einfach auch mal einfach nur als Zahlen dort, und da kann man das sehr, sehr gut vergleichen, weil man es in-game einfach schlecht sieht im Moment. Und dann wird der ein oder andere vielleicht feststellen, okay, ich kaufe mir doch einen Shimmer oder ich kaufe mir doch einen Veil oder weiß der Geier was und nehme keinen All-Stop, einfach weil der All-Stop geil ist, ja, aber der hat halt auch seine Nachteile. Und im Moment der schlechteste Schildgenerator, den ihr euch kaufen könnt, ist der Mirage. Ja, der sieht von allen am besten aus, von den Werten, ist aber der schlechteste von allen, weil er einfach er hat 14 Sekunden oder sowas, die er als Power-Up-Time hat. Also er braucht 14 Sekunden, bis er seine maximale Recharge-Rate hat. Und bis dahin sind alle anderen schon vollgeladen, eigentlich. Bis der überhaupt erst anfängt, mit voller Energie zu ziehen und zu rechargen. Ihr kommt also niemals in diesen geilen Wert der Recharge-Rate rein, weil er einfach 14 Sekunden braucht, um dahin zu kommen. Also der Mirage ist echt Quatsch, kauft euch den bloß nicht. Der ist echt Schrott. Aber betrifft nur Einsitzer. Ja, betrifft jetzt keine Cutlass oder so. Oder andere Schiffe. Ich muss ja immer Cutlass sagen. Ja, nimm ruhig die Cutlass. Nimm ruhig die Cutlass. gibt es jetzt im ersten Wurf zu dem MFD-Fenster, gibt es zu dem MFD noch Fragen? Ja. Ja. Ja, ne? Ja, das ist mir klar, das ist das schlimmste Fenster von allen. Also ich habe, soll ich anfangen, oder? Ja, klar, gell. Okay, ich habe zwei Anmerkungen und eine Frage, die zwei Anmerkungen sind, du hattest das ja in der letzten Episode, in der ersten Flugschule schon erzählt, kenne dein Schiff, das zählt hier natürlich auch drunter, du musst wissen, was ist dein Quantum Drive, was sind deine Cooler, was sind deine Waffen, das musst du einfach wissen, wenn du hier dran rumstellst, denn du kannst nämlich auch mit den Pfeilen auf der linken Seite, kannst du dir die sortieren. Du kannst zum Beispiel die Schilde halt zum Beispiel ganz nach oben packen, indem du halt mit dem Pfeil halt den ganz nach oben manövrierst. So. Die Reihenfolge. Ja, genau. Die Priorität. Genau, das sollte dann, irgendwann ist der dann ganz oben. Ne, so, das ist das eine.
Und die Frage, die ich habe, ist das Priority Reset auf der rechten Seite unter Power. Was macht das? Setzt das alles wieder zurück auf den Ursprung, oder? Ja. Sieht so aus, ne? Ah ja, stimmt. Ja, jetzt ist der All-Stop auch wieder hier unten. Das, alles, was du verschiebst und alles, was du hin und her packst, der bringt das dahin zurück, wo es ursprünglich mal war. Das ist wie so ein, ich sag jetzt mal, ein Factory Reset, ja. Wenn du also irgendwas verstellt hast und du hast keine Ahnung mehr, was du gemacht hast, drückst einfach auf den Knopf und dann ist die Welt eigentlich wieder schön. Okay. Wir werden später, zumindest wurde das mal gesagt, werden wir Presets haben. Also wo wir uns Presets anlegen können für Combat, für Travel, für irgendwas. Und die können wir dann einfach laden. Und dann können wir festlegen, was wie eingeschaltet oder ausgeschaltet sein soll. Das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, dass das kommt, dass sie daran arbeiten. Es hat halt einfach im Moment keine Priorität. Aber ja, das wird kommen. Also für diejenigen, die sich denken, puh, da muss ich das jedes Mal, wenn ich geclaimed habe, einstellen. Nee, da werden wir Presets machen können. Ja, das ist im Moment leider noch nicht da. Das ist immer, wenn du wieder einsteigst, selbst wenn du mit einer Session geflogen bist und irgendwo auf einem Mond landest, wieder einsteigst, ist wieder, also immer, wenn du dein Schiff neu anmachst, ist eigentlich wieder resettet. Genau. Ja. Immer, wenn du Power off und wieder Power on machst, dann ist, surprise, alles wieder zurück. Aber auch da der Tipp, wenn ihr mal irgendwas habt im Flug, was nicht richtig funktioniert, was nicht so richtig gut ist, macht die Kiste einfach einmal aus, einmal wieder an und häufig klappt es dann wieder. Das ist so mein Workaround für fast alles. Das habe ich bei der Avenger Titan gemerkt. Sind keine Quantummarker da, ausschalten, einschalten geht. Außer die Thruster. Wenn es sich anfängt zu trudeln und du dies ausmachst, bist du meistens unmächtig, bevor du wieder anmachst. Ja, die G-Kräfte steigen dann dramatisch an. Gut, aber gibt's noch eine Frage zu dem Schirm? Ja, zwei Anmerkungen und eine Frage. Und zwar bei der einen Anmerkung bleibe ich gerade mal hier, wo wir jetzt gerade sind, beim Priorität-Reset. Dass du nicht das, was du nach links und rechts regelst, also die Energieverteilung zurücksetzen, sondern nur die Sortierung, welche Priorität du zuerst machst. Genau, ja. Für die Pfeile. Und auch Overclock schaltet dann nicht wieder aus. Ein Overclock musst du manuell machen. Ja. Genau. Und das zweite wäre dann, wenn wir aufs System gehen, vielleicht wer es noch nicht weiß, da kann mit F5 bis F6 das steuern. Also F5 geht zu den Thruster, F6 zu den Schilde, F7 zu der Waffe und F8 resettet das automatisch. Ja, die F-Tasten. Und die Frage wäre, wenn ich jetzt in Stealth gehe, und jemand zum Beispiel Raketen auf mich rumballert, wie will die auf EM abzielen? Bin ich dann quasi für die Rakete unsichtbar? Das testen wir nachher noch. Wir machen nachher mal einen kleinen Radartest. Die Rakete wird es deutlich schwerer haben, dich zu treffen. Das ist korrekt, ja. Okay, cool. Also, deutlich schwerer. Ich meine auch Locken. Locken wird auch schon schwieriger. Genau. Die Entfernung, wie du die Rakete anvisieren kannst, reduziert sich. Das heißt, du kannst besser entkommen der anderen, wenn du aus dem Erfassungsreichweite bleibst. Mhm. Normale Rakete mit EM, wenn du normal fliegst, sind glaube ich 5 bis 6 Kilometer. Und wenn du halt Stealth machst, reduziert sich das auf 3 bis 4 Kilometer. Also du musst schon dicht ran dann. Das ist gut. Ja. Aber wir machen nachher einen Radartest einfach mal noch, um zu gucken, wann mein Schiff bei wem auf dem Radar ab welcher Entfernung verschwindet. Weil das ist nämlich auch unterschiedlich. Und zwar mit eingeschalteten Komponenten und einmal mit diesem Stealth-Button, damit man sieht, dass das Schiff dann weitaus früher schon verschwindet. Aber das machen wir nachher. Weil der ein oder andere weiß das vielleicht noch gar nicht, dass das funktioniert. Aber noch eine Info. Der Stealth-Button, wenn die Rakete abgefeuert ist, also schon gelockt ist, bewirkt gar nichts. Nee, dann nicht. Vorher. Du reduzierst damit nur die Aufschaltreichweite. Also du wirst halt quasi, es wird schwieriger für deinen Gegner, dich aufzuschalten. Das ist wie eine Saber ist leicht aufzuschalten mit Cross-Section, eine Arrow ist ziemlich schwer aufzuschalten mit Cross-Section. Also da musst du halt auch sehr, sehr nah ran. Einfach weil das Schiff so winzig ist. Es hat halt so eine winzige Oberfläche. Und da ist es ähnlich. Gut. Ich hätte noch eine Kleinigkeit hoffentlich. Mhm. Und zwar gehe ich nochmal zurück zum Overclocking. Wenn ich das jetzt auf die Waffen anwende, verbrauchen sich die Waffen ja nur, wenn ich sie abfeuere mehr? Nein. Oder ist das so, dass man sagt, okay, man legt eine höhere Spannung an und die Waffen gehen durch das Overclocking kaputt, auch wenn ich sie nicht benutze? Korrekt. Was, welches? Erstes oder zweites? Zweites. Sie gehen auch kaputt, wenn du sie nicht benutzt, einfach weil du mehr Power reindrückst.
Das ist auch das, was Sie gesagt haben. Chris Roberts wünscht sich ja ein Spiel, bei dem man Situational Awareness braucht. Und er möchte halt, dass Schilde ausgeschaltet sind, häufig, wenn man sie gerade nicht braucht. Also wenn man nicht im Kampf ist und man lässt den Schild eingeschaltet. Also wie in den Star Trek-Filmen, fahrt die Schilde ganz hoch. Genau. Ganz genau. Das ist das, was er sich eigentlich wünscht. Und dadurch können wir davon ausgehen, dass dieses Wear-System irgendwann kommt. Und alles, was man so wie jetzt immer eingeschaltet hat, das wird sich verbrauchen und kaputt gehen, in Anführungsstrichen, obwohl wir es nicht benutzen. Mhm. Und das ist halt, der wünscht sich das so und der wird das machen. Ja, ob wir das gut finden oder schlecht finden, ist das eine. Aber es hat ja auch so einen gewissen Surprise-Effekt. Also wenn man dann mal sich eine Flotte vorstellt, die überrascht wird, und es fahren dann erst die Schilde hoch, dann hat das ja auch einen gewissen Charme. Ich finde das super. Ja. Spannend. Vielleicht noch eine zweite Kleinigkeit hinterher. Und zwar hattest du letzte Flugschule gesagt, wenn man die Triebwerke weiterfeuern lässt während des Quantum Warps, overheatet ja der Quantum Drive, richtig? Oder wie ist das? Weil du sagtest ja, wenn du mit, was ich weiß ich, 1100 fliegst und dann im Warp gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das overheatet, ja höher. Weißt du noch? Ja, klar. Also ich habe ja gesagt, man sollte immer versuchen, absolut stehen zu bleiben, null Bewegung im Schiff zu haben und dann loszuspringen, weil dann diese kleinen Maneuvering Thruster oder der Hauptantrieb nicht arbeiten. Weil tut man das, dann arbeitet der die ganze Zeit im Quantum. Das macht keinen Sinn und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein Bug ist, ja, dass das eigentlich nicht sein soll. Achso, weil du letztes Mal gesagt hast, das ist so gedacht gewesen. Es ist gedacht, dass irgendetwas Wärme generiert. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die sich noch nicht hundertprozentig einig darüber sind, wie das dann laufen soll. Im Moment machen sie es darüber, dass wenn du Movement drin hast im Schiff, dann feuern diese Thruster einfach weiter. Aber die kann ich doch abschalten dann auch im Warp, oder geht das gar nicht mehr? Doch, du kannst sie abschalten, ja. Das geht. Und dann overheatet er aber nicht, oder? Dann overheatet er auch nicht. Problem ist, du musst, sobald du rausdroppst oder wenn du eine Interdiction hast, deine Triebwerke auch erst wieder hochfahren. Ja, okay. Aber das geht. Du kannst die Maneuvering Thruster ausschalten, das ist richtig. Das geht. Ja, die Maneuvering Thruster, sind das die overheaten oder was? Ja, dein Main Thruster kannst du nicht ausschalten, weil dann geht das Schiff, fällt dann aus dem Quantum raus. Das wäre so, als wenn du I drückst. Engines also off. Quantum und Afterburner oder wie man es auch nennt, sind miteinander verlinkt, auch mit der Hitze oder wie ist das? Ja. Okay. Es ist ja, gut, doof, dann ist das erledigt. Danke. Ja. Ne, das ist, wenn ihr halt auch mal im Flug aus dem Quantum raus wollt, dann drückt ihr einfach E, Engines off, dann dauert es einen kurzen Moment, je nach Größe des Schiffs, und dann fallt ihr aus dem Quantum raus. Genau, nicht B gedrückt halten oder so ein Quatsch. Einfach Triebwerke ich aus. Ich würde die Triebwerke ausmachen. Ja? Du kannst auch B gedrückt halten, das geht auch. Dauert nur länger. Genau, es dauert. Das ist die vernünftige Variante wahrscheinlich, ohne dass du es kaputt machst. Genau, weil dann dadurch die Haltbarkeit der Triebwerke gewährleistet ist. Wenn du einfach ausmachst und wieder anmachst, ist es so, als wenn du einen laufenden Lüfter beim PC einen Kugelschreiber reinsteckst und wieder rausziehst. Der kann immer noch laufen, aber die Motoren drinnen gehen halt irgendwann kaputt. Genau, das ist das, was ich ja halt, wo ich halt immer so ein bisschen darauf hinweise, irgendwann haben wir das halt, dass die Dinger einfach mal kaputt gehen. Und im Moment funktioniert I noch ganz gut, aber B ist die elegantere Variante. Nur man kann halt nicht so hundertprozentig steuern, wann man rausfällt. Ja, man, I drückst halt drauf und dann... Man muss halt auch wieder sein Schiff kennen. Ne? Man muss aber sagen, so, das braucht so lange, um rauszukommen, deswegen muss ich dann und dann drücken. Letztendlich weiß man das irgendwann. Irgendwann hat man so ein Gefühl dafür, ja. Problem ist, wenn man viele verschiedene Schiffe hat, dann vermischt sich das schnell wieder. Das stimmt, ja. Und das ist, muss ich auch gestehen, das ist was, was mir immer wieder passiert und immer wieder widerfährt. Einfach wenn man viele verschiedene Schiffe hat, puh, ja, also man vergisst das dann schon. Na, entweder macht man sich eine Liste oder man nimmt es halt einfach in Kauf. Im Moment nehm ich es in Kauf, ganz ehrlich, ja. Aber mein absolutes Go-To-Schiff ist halt eine Prospector und da ist nochmal alles ein bisschen anders, also von daher. Da ist sowieso alles anders. Genau, da ist einfach mal alles anders. Da kenne ich ja noch ein Schiff. Der Osti, der winkt gerade mit seinen... Er ist ja auch schon, der will was sagen, glaube ich. Möchte er was sagen? gut, Power durch. Kommen wir zu Heat. Zum Heatschirm. Ja. Der Heatschirm macht in der ersten Ansicht, in der Systemansicht, zeigt er, wie viel Hitze generiert denn mein Schiff gerade. Ja, und auch wieder EM und IR, aber Hitze ist ja halt einfach mal das Stichwort. Und dann habe ich hier unten so einen schönen Suppress-Button. Wenn ich den drücke, dann kann ich das so ein bisschen runterdrücken, also runterregeln.
Und das bedeutet, dass ich bei meinen, wenn ich ganz links bei Suppress drücke, reduziere ich die Power, die den Waffen zugesprochen wird. Ja, das könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ihr da einfach mal drauf drückt, dann reduziert sich der Wert, der dort steht. Mhm. Und wenn ihr dann in das IR-Fenster guckt, seht ihr, plups, das fällt gleich mal ein bisschen runter. Ja, also Suppressen ist Unterdrücken. Die Sachen funktionieren dann halt schlechter. Ja? Und Suppress Overall IR, wenn ihr da drauf drückt, dann geht alles runter. Dann kriegt alles ein bisschen weniger Energie zugesprochen, generiert aber auch weniger Hitze. Funktioniert aber auch alles schlechter. Ja? Wenn ihr bei diesem Suppress nochmal drauf drückt, dann stellt er dann allerdings den Normalstatus wieder her. Also nicht so wie der Stealth-Button, sondern dieses Suppress Overall IR, das funktioniert. Mhm. Und jetzt für diejenigen, die arme Leute überfallen wollen irgendwo, wenn ihr euch bei Yela in Grimhex um einen Asteroiden stellt und diesen Knopf drückt, und einfach mal für einen Moment die Schilder ausschaltet und es fliegt jemand an euch vorbei, dann kann der so auf Pima-Auge 3 Kilometer an euch vorbeifliegen und sieht euch nicht. Ihr geht einfach nicht auf seinem Radar. Ihr müsst dann allerdings, wenn ihr den überfallen wollt, diesen Knopf schnell drücken und einfach hoffen, dass alles gut geht. Also sagen wir mal, aber dieses grüne Dreieck ist bei ihm nicht zu sehen, ja? Das ist nicht zu sehen. Ihr geht nicht auf für ihn auf dem Radar. Also diese automatische Erkennung, ist ja cool. Das funktioniert. Diese automatische Erkennung, ihr seid für ihn nicht sichtbar. Es sei denn, er sieht euch jetzt zufällig im Vorbeifliegen, aber ihr wisst alle, dass du auf 3 Kilometer nichts siehst. Mhm. Ja, das ist kein Schiff. Also ihr geht nicht auf. Das funktioniert schon. Es sei denn, du hast ein Schiff, was direkt auf Jagd ausgelegt ist oder ein guten, besseres Radar hat, wie zum Beispiel die Retaliator mit einem erweiterten Radar oder andere Kampfschiffe mit erweiterten Radar. Die größeren Schiffe können eine Chance haben, das stimmt. Und wenn sie halt auch zufällig gerade danach scannen, sowieso. Aber du gehst auf dem Radar, wir testen das nachher mit dem Radar. Du gehst einfach nicht auf. Ja, also du bist für den einfach in dem Moment nicht sichtbar. Und das ist ziemlich cool. Also das ist halt auch ein bisschen beängstigend, weil man sich da vorstellen kann, wie das später dann mal wird. Aber ihr kennt, glaube ich, alle diese Szene aus dem Squadron-Trailer, wo die Saber über dem Asteroiden schwebt und die Venduls fliegen unten drunter durch. Das ist eben genau dieser Effekt. Ja, der wird alles suppressed haben, was er hat, und ist für die einfach nicht sichtbar. Der geht nicht auf. Und das funktioniert schon. Hä? Und ist das jetzt doch was anderes als Stealth oder ist das zusätzlich? Ja. Das ist zusätzlich. Du kannst das zusätzlich machen, aber dann funktioniert gar nichts mehr im Schiff. Okay. Also wenn du beides einschaltest. Und das geht halt relativ schnell. Ja, Suppress Overall IR. Macht aber nur IR, also macht nur die Hitze. Mhm. Er steuert also nur die Hitze, nicht die EM-Signatur. Aber dadurch, dass er euch per se auch einfach mal auf dem Radar nicht hundertprozentig drauf hat, ist das mit der Hitze nicht so das Problem. Weil wenn es gibt auch Schiffe, die extra dafür Funktionen haben. Ich meine, war es nicht die Retaliator, die da irgendwie die Hitze-Dinger zumacht und es auch keine Hitze mehr rauskommt? Und die dadurch Terrapin ist das, ja. Terrapin kann oder das. Terrapin, ja. Genau, wenn du die Terrapin in den Hover-Mode bringst, dann macht die Klappen zu und dann kann sie über der Stelle schweben und drückt die Hitze an anderer Stelle. Also erstmal speichert sie drin und kann sie dann an anderer Stelle leise abführen. So bezeichnen die das ja immer. Weshalb sie halt so gut wie nicht zu sehen ist für andere Schiffe. Und das ist einfach nur, weil die Hitze vom Schiff, bei Elite Dangerous gibt es das auch, da kann man so eine Heat-Dinger abschmeißen. So eine Heat-Stäbe. Die Kühlkörper, genau. Das so ähnlich ist das halt hier, nur dass hier einfach nur suppressed wird. Wir stoßen keine Kühlkörper ab, sondern wir können das einfach runterregeln. Dafür funktioniert aber auch alles ein bisschen schlechter. Das gibt's halt dabei zu beachten. Und wenn ihr dann auf Items drückt, dann geht vom Prinzip her das gleiche auf wie bei dem Power, ja, nur dass das Ganze hier mit dem Hitze betrachtet ist, wie viel Temperatur da oben rechts dann steht. Und da heißt es auch wieder, kennt euer Schiff. Viele stellen sich im Combat diesen Monitor ein und machen den Thruster weit nach oben oder gucken sich den Thruster an und stellen das so ein, dass sie immer den Thruster sehen und merken sich die Zahl an Temperatur, wann der overheatet. Das ist gerade für Jäger interessant, damit sie immer am Limit boosten können. Oder so kurz vor diesem Overheat, also vor diesem Thrusters Overheating Level, da boosten die herum. Und das machen sie, indem sie hier in diesem Schirm genau die Temperatur im Auge behalten. Ja, das ist echt fortgeschrittene. Ja, also weit, weit, weit fortgeschrittene. Also hier kannst du auch wieder overclocken und das ist im Prinzip ein bisschen der gleiche Schirm wie der bei Power. Aber
der achtet halt hauptsächlich auf diese Temperaturanzeige, die da hin. Ja. Hitze ist ein Riesenthema im Schiff, ich glaube, das ist jedem klar. Weil wir haben nur ein bestimmtes Level an Hitze und wenn wir zu viel haben, dann geht die Kiste einfach aus. Und wenn ihr im Kampf die Kiste einfach ausgeht, dann ist das ja schlecht. Einfach schlecht. Nicht so toll. Gibt es zum Heatschirm Fragen? Ha, sehr gut. Jetzt kommt der auch wieder super selbsterklärend ist, der Comms-Channel. Aber sehr wichtig ist, sehr wichtig. Der ist wahnsinnig wichtig. Wie viele Crime-Stats ich mir da am Anfang geholt habe, weil ich das nicht wusste, ne? Zum Landen? Ja, einfach gelandet. Einfach drauf, ne? Ja, das kenne ich auch. Im Comms-Channel sind letzten Endes alle eure Kontakte drin. Und ganz wichtig, sobald ihr an eine landebare Position heranfliegt, dann kommt die, sobald die Aramistic Zone da ist oder sobald ihr eine bestimmte Range dran seid, dann geht dieser Kontakt auf für die Landeanforderung. Das ist von Landezone zu Landezone ein bisschen unterschiedlich. Bei Port Ulysar ist es exakt der Moment, wenn ihr, glaube ich, in diese oder kurz vor der Range der Aramistic Zone kommt. Im Moment ist er immer noch da, aber wir müssen auch ganz knapp an der Grenze stehen. Also ich denke mal, bei 3 Kilometern wird das losgehen. Und ansonsten könnt ihr hier auch alle Leute anrufen. Ja, also wenn ihr jemanden in den Kontakten habt, dann könnt ihr die auch callen. Ja, dann könnt ihr da drauf drücken und dann ruft ihr die. Das funktioniert. Ja, der Sigbo ruft mich gerade an. Und dann kriegt ihr den auf dem MFD und dann ist der dort drauf zu sehen. Und ihr könnt euch unterhalten. Ah ja, guten Tag. Das ist genau, ist eigentlich eine spannende Sache. Und es funktioniert sogar schon das Face-Over-IP, wenn das dann angeschaltet ist. Du hast es wahrscheinlich nicht an, ne? Ich hab's nicht an, genau. Ja. Du dürftest wahrscheinlich von mir entweder nur einen platten Schirm sehen. Genau. Oder den Avatar. Siehst du, dass ich mich bewege, oder? Nee, ich sehe im Moment nichts. Ich sehe einen Incoming Call. Ich müsste den wahrscheinlich... Ah, okay. Ich hab den ja angenommen. Warte mal. Jetzt nochmal geguckt. Nee, da ist... Ah, egal. Sehen kann ich nichts. Ja, aber es funktioniert auf jeden Fall. Voll gut. Ich glaube, ihr könnt auch hailen automatisch mit der Taste 6. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Haben sie rausgenommen, meine ich. Echt? Weil in der Tastaturbelegung ist es noch drin, aber es kann sein, dass es draußen ist. Also es ging eine Zeit lang. Ja. Aber hier geht's halt auch. Mein Tipp, und das habe ich ja in der ersten Flugschule schon gesagt, warum ich dieses Fenster nicht benutze, um eine Landeanforderung anzufordern, ist durch dieses Gefrickel mit F und hier hin und dahin gucken und Mausrad rauf und runter und ruckzuck ist durch irgendwas eure Geschwindigkeitsanzeige verstellt und ihr donnert mit 700 Metern pro Sekunde auf die Station zu und wundert euch, ja, warum wache ich denn jetzt im Easy-Hab auf? Also ich drücke halt zum Landen immer F11, gehe auf die Kontakte und mach's von da aus, wenn das Schiff steht. Da bin ich echt oldschool. Ja. Mhm. Kann ich eigentlich auch nur jedem am Anfang empfehlen, macht das einfach erstmal so, nehmt euch ein bisschen Zeit, das habe ich letztes Mal schon gesagt, das Spiel sieht so schön aus, das ist alles so hübsch gemacht für uns, nehmt euch die Zeit, guckt euch das an, wenn ihr eine Caterpillar voll habt mit Zeug, dann müsst ihr nicht hektisch eine Landeanforderung holen, sonst ist die Kohle einfach mal weg und die Zeit auch wieder verballert, dann nehmt euch die Zeit, ich drücke immer F11, kann halt jeder machen, wie er mag. Aber haltet mit eurem Schiff einfach erstmal an. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass ihr irgendwo reinbröddelt und reinballert. Fragen zur Kontaktliste? Ja. Okay. Kann mich wer anrufen? Wer, also jetzt bräuchte ich kurz den Namen. Heiler. Ich habe jetzt jeden meiner Schiffbildschirme auf Dings Anruf gestellt und möchte jetzt 6-mal irgendjemanden anrufen. Ich glaube, es ist Tyler. Ich habe das noch nie gesehen, wenn ich angerufen werde. Wir haben bisher gleich 6-Fox sehen. Ja. Dann ruft ihn doch mal jemand an. Tyler. Ich habe auch noch eine Frage. Jetzt neben dem Anruf, das QT, was dahinter steht, ja, das soll er wahrscheinlich Quantum Travel heißen, oder? Ich gehe felsenfest davon aus, ja. Also ich stelle mir das so vor, dass wir später, sage ich mal, wenn ich jetzt zu Brati Hero möchte, ja, dass ich da drauf drücke auf QT und mir dann automatisch der Beacon angezeigt wird, wo er sich befindet.
Also so stelle ich mir zumindest vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tony Zurovic das mal so gesagt hat, ja. Okay. Ich glaube sogar letztes Jahr auf der CitizenCon. Hat er gesagt, dass er sich das wünscht, dass Leute, die in der Kontaktliste sind und die untereinander wollen, dass sie zueinander springen können, dass diese Funktionalität gegeben ist, ja. Mhm. Aber im Moment, ich glaube, das ist noch nie weiß umrandet gewesen, dass man das nicht kann. Mit der Mantis wäre es mal interessant, weil die generiert ja so ein Ding. Mhm. Ja, vielleicht mal ein Test für ein anderes Video. Ja. Also das ist mega cool, wenn man sechsmal eine Fratze jetzt vor dem Bildschirm sieht. Wie geht das? Kannst du mehr als einen callen? Nee, aber sechsmal dieselbe Person. Ja, sechsmal dieselbe Person. Der Cutlass. So, gibt's sonst zu Koms noch eine Frage? Weil dann gehe ich zum letzten Schirm. Das ist der Target-Status. Und ich glaube, zum Target-Status... Achso, ich habe noch eine Sache. Das, bei manchen Schiffen ist das so, wenn man sich im Hauptmenü befindet, also ganz oben, dann ist das manchmal so, dass man nicht alle Symbole sieht. Oft ist es halt so, dass man denkt, scheiße, das Com-Symbol ist gar nicht da. Ja, da muss man halt mit dem Mausrad ein bisschen runterscrollen und dann ist das da. Das ist halt dann versteckt einfach. Echt? Ja, ja, okay. Genau. Also nicht wundern, das ist kein Bug, sondern das ist einfach dann verdeckt. Das MFD ist kleiner. Jo, genau. Graupunkt, bei uns ist es ein Bug, bei uns existiert es. Ich glaube ja. Du kannst ja, da nicht. Ich meine, die Gladius fehlt, ja. Ja, die Gladius hat sowas nicht. Okay. Aber die Gladius hat ja schon das neue HUD eigentlich. Und die sollten eigentlich auch schon die neuen MFDs haben. Ja. Und wahrscheinlich haben sie es da einfach vergessen. Kann ja mal passieren. Ist jetzt auch ein nicht so wichtiger Button, ja. Halt nicht wie bei der Cutlass, ja, wo du von allem ein bisschen mehr hast, außer von, naja, okay, nächste, also wir waren bei Qualität Tagesstand. War das Wort, was du meintest, ne? Das würde ich nie so sagen. Nie. Also Target-Status, ja, da wird angezeigt, wie es dem Gegner geht. Wie gesagt, habt ihr keinen Helm auf, dann müsst ihr das über MFDs machen, weil dann wird es euch nicht angezeigt, oben rechts und oben links. Genau, sobald ihr wen aufschaltet, wird der hier unten natürlich erscheinen. Ja, genau. Ihr seht auch den Namen von demjenigen, welches Schiff er fliegt, und ihr seht auch die EM- und ER-Signatur von dem. Gilbert hat mich gerade mit Raketen anvisiert. Und wie weit er weg ist. Auch. Was wir jetzt nochmal machen können... Das ist wahrscheinlich der, obwohl der hat keine Raketen. Ich vermute, es ist Östi. Achso. Was? Was wir jetzt nochmal eben machen können, weil vielleicht weiß es einfach der ein oder andere nicht oder hat es noch nicht gemacht, wo wir gerade hier so sind, und das haben wir beim letzten Mal nämlich eben nicht gemacht. Drückt mal bitte alle einmal die Tabulator-Taste, wählt euch irgendjemanden aus, der um euch herum steht, und dann könnt ihr mit der linke Maustaste, könnt ihr da draufhalten, dann beginnt der Scan-Progress und dann zeigt er euch alle Daten über dieses Schiff an, welches Modell das ist, wie heile das ist, die linke Maustaste. Ja, sehr, sehr wichtige Info auf jeden Fall. Welcher Pilot das ist, wem das Schiff gehört, das kann halt auch mal interessant werden, wer dort an Bord ist mit Life Signs und wie gesund oder wie ungesund er ist und ob der ein Crime Stat hat oder nicht. Das kann nämlich auch sein, hier unsere Cutlass-Freunde oder auch unser Retaliator-Freund, dass die mehr Leute an Bord haben, die du von außen, also mehr als den Piloten. Im Moment ist ja fast immer klassisch so, dass da ein Pilot drin sitzt und jeder fliegt sein Schiff solo. Also wenn er 890 Jump sieht, da ist eigentlich immer bloß ein Pilot drauf und das war's. Aber oft ist das so, gerade Cutlass, die transportieren ja gerne mal irgendwen von A nach B, dann werden euch alle Personen angezeigt, die dort an Bord sind. Und dann wisst ihr auch, wer da an Bord ist und welchen Crime Stat der hat. Und auch welche Fracht er hat. Hat der Fracht an Bord, wird euch die Fracht angezeigt. Also gerade wenn man etwas scannen möchte, hier so Port Ulysar, wen starten, wen landen oder Area 18, um sich ein Opfer rauszusuchen, Opfer habe ich jetzt nicht gesagt, sondern um sich ein Ziel auszusuchen, was man beschützen möchte, dann kann man das darüber herausfinden, was es da so gibt. Also nur für die, die es noch nicht kann. Merkt der eigentlich der andere, dass er gescannt wird? Ich glaube nicht. Nee. Makro Mars, hast du mitbekommen, dass ich dich gescannt habe? Ja. Soll das kommen? Ich jetzt alle gescannt. Das soll kommen, dass halt vor allem Frachtschiffe merken, wenn sie gescannt werden, wegen Fracht in Bezug zum Beispiel Caterpillar, dass sie merkt, oh scheiße, es scannt mich jemand, dann taucht jemand auf, dass sie halt schon vorher sich abkoppeln kann und notfalls abhauen kann. Das Schöne ist, wenn man ein Schiff schon gescannt hatte, man schwingt auf ihn drauf, dann erscheinen die Informationen sofort dann sozusagen. Man muss nicht nur einmal ist. Genau, einmal ist gescannt, dann bleibt es. Ja. Das ist gut.
Also nur für die, die es halt noch nicht kannten und noch nicht wussten. Und jetzt dann für alle, um das Ganze nochmal hier wie ein Disco aussehen zu lassen, drückt ihr die rechte Maustaste und haltet die gedrückt. Dann geht so ein kleiner Golfswing. Und damit könnt ihr einfach einen Ping aussenden, der euch sagt, was in der Umgebung ist. Und dann kommt da so ein Kasten drumherum. Junge, Junge, Junge. Hier ist was los. Und der sagt euch, wie weit das weg ist. Und aber nicht, was das ist. Ja, der sagt euch nur, da ist etwas. Es sei denn, ihr sitzt in einer Prospector, einer Reliant oder in einer Terrapin, dann wisst ihr zumindest, ob es was zu minern ist oder ob es ein FPS Harvestable ist. Den Ping sieht man aber nur, wenn man im Schiff ist, ne? In der Außenansicht sieht man den nicht. In der Außenansicht nicht, nein, nur im Schiff. Und das ich meine ist auch, aber, Sachen ploppen auf in der Außenansicht. Es oder ist aber zumindest auch mal so. Was ist in der Außenansicht? Ich meine, in der Außenansicht kommen die Vierecke, wenn du irgendwas gefunden hast. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Das ja, die Vierecke kommen, aber du siehst die Welle nicht. Ich habe Port Odessa gefunden gerade übrigens. Genau. Wenn ihr, Glückwunsch. Wo wir gerade dabei sind, wenn ihr mit dem Mausrad in der Ansicht, bitte nur in der Scan-Ansicht jetzt, ja, keiner nimmt das Mausrad, wenn wir in der Antriebsansicht sind, sondern wenn ihr in der Scan-Ansicht sind und ihr rollt mit dem Mausrad nach vorne, dann macht ihr den Scan-Winkel kleiner. Ja, dann könnt ihr sagen, ich will nur direkt nach vorne scannen zum Beispiel oder halt komplett 360. Also dieses einmal ist 360. Dann scannt er weiter, ne? Dann scannt er weiter, genau. Ist aber, glaube ich, noch verbuggt, ne? Das ganze Ding ist verbuggt. Also normalerweise müsst ihr ja, wenn du jetzt auf den Knopf drückst, müsst ihr ja unendlich viele Quadrate um dich herum aufgehen. Ich habe eins und das ist Port Olisar. Mhm. Und die anderen Schiffe werden halt gar nicht erst angezeigt. Also die Schiffe sollen auch als Quadrat erscheinen, oder wie? Ja, es erscheint alles, was es gibt, erscheint als Quadrat und du weißt halt per se nicht sofort, was das denn überhaupt ist. Du weißt nur, dass da etwas ist. Mhm. Wenn du diese Mission mit den Security-Monitoren machst und du scannst die Umgebung danach, dann gehen ja diese Monitore auf, aber es gehen auch die gegnerischen NPC-Schiffe auf und du weißt im ersten Moment nicht, welches ist jetzt der Monitor und welches könnte ein Gegnerschiff sein. Da musst du erst ein bisschen näher ranfliegen. Mhm. Also das gilt dabei noch zu beachten, wird sich später auch ändern. Ja, da kriegen die dann andere Symbole. Aber so viel mal zu dem Scanner. Einfach da vielleicht noch ein kleiner Hinweis? Noch nicht kann. Ja? Der Scanner geht normalerweise 30 Kilometer. Mhm. Also im Moment, wenn du 360 Grad hast, normalerweise immer. Gut, Estimel, dann vielen Dank. Sehr gerne. Immer wieder gern. Ich freue mich, dass ihr immer so zahlreich dabei seid und mir lauscht. Ich habe ja glücklicherweise die Weisheit nicht mit Löffeln gefuttert. Und ich glaube einfach, dass wenn wir das gemeinsam machen und teilen, was. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein mit Estimels Flugstunde Nummer 2 und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was dazulernen. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Also, Freunde, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.